Das sind also die drei Kids, die jeden Fall lösen. Seit dem Band 1 ermitteln sie Fälle. Es sind 18 Bücher und in jedem Abenteuer sind mit dabei Simon, Raffi die Jüngste, Deborah die Schwester und der verrückteste Hund der Welt, Zwockel. Willst du sie genauer kennenlernen? Das ist Simon. Er ist 15 Jahre alt und somit der Älteste. Seine Geschwister sagen über ihn, er sei ehrlich, raffiniert und humorvoll. In seiner Freizeit spielt er gerne Fußball und tollt auch gerne im Wald herum, wo er immer wieder tolle Waldhütten baut. Im Sommer fährt er gerne Rollerblades und im Winter besucht er das Snowboard Camp, auf das er sich jährlich drauf freut. Sein Lieblingsessen ist hauptsächlich Pommes mit Hühnchen. Das war der Älteste. Und was ist mit den anderen? Das ist Deborah. Sie ist 13 und ihre Geschwister sagen über sie, sie sei kreativ, einfühlsam und hilfsbereit. Wenn man ihr Leben in ein Wort zusammenfasst, dann ist es das Wort Pferd. Sie liebt Pferde über alles. Mit ihrer besten Freundin Suila geht sie täglich ausreiten. Mit einer schwarzen Friesenstute, die sie vom Bauernhof auslehnt. Auch gerne liest sie Bücher und backt leckere Kuchen. Wie schaut es bei Raffi aus? Das ist Raffi. Sie ist 9 Jahre alt und somit die Jüngste. Über sie sagt man, sie sei spaßig, abenteuerlustig und manchmal auch ein bisschen panisch. Sie spielt gerne Verstecken oder Fangen. Ihr Lieblingsessen ist Pizza Hawaii. Und ja, Raffi spielt ein Instrument, Gitarre, und sie lernt fleißig die Akkorde. Das ist Zwockel. Zwockel ist kein Welpe mehr, denn als die Kaminski-Kids ihn übernahmen, war er noch ein Welpe, jetzt ist er ausgewachsen. Über ihn sagt man, er habe eine gute Spürnase, sei ein toller Freund und Helfer in Not, auch wenn die Kaminski-Kids in brenzliger Lage sind. Der Name Zwockel kommt aus dem Wort Zwerg und Jockel. Weil sich die Kaminski-Kids nicht einig waren, schlug der Opa schlussendlich Zwockel vor. Das waren die Kaminski-Kids im Fokus. Aber es gibt noch mehr Personen. Zum Beispiel sind Simon und Deborah mit Loco und Suila befreundet.